geht's heute mit dem Marussia Drift und dem Maplewood Motorsport Park. Und los geht's jetzt mit dem Driften. Marussia B2. Das kann ich als Serie-Werklackierung nehmen. Und dann gibt's ihm. So, 7.500 brauchen wir ungefähr, um die Aufgabe zu schaffen. Also, beziehungsweise 3.400. Um. Ja. So super war es nicht, aber wir haben es geschafft. So, das war der Marussia Drift. Und jetzt geht es weiter mit dem Maplewood Rennen. 13 oder weniger, also 59 Sekunden. Den will ich jetzt nicht nochmal fahren, den hier. Den haben wir ja schon gefappt. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Der geht ein bisschen sehr weg. Ich fahre eigentlich gerne Allrad. Was haben wir denn hier? V10? Ist das ein Audi A8? Ne, ist ein TT, ne? Audi A8, natürlich, da unten steht links steht's ja. Na gut, das erklärt, warum die Fahrzeuge alle so driften. Das heißt, wir nehmen den Audi. So, dann geht's los. Mit dem Zeitfahren übrigens. Na ja, mal schauen. Nicht, aber egal. Wir sind jetzt nur die eine Runde mehr. Ich kann mal selber.
Fehler am Anfang eingebaut, dass wir nicht zurück haben. Ich bin losgelegt. Ja, ist egal, komm. Wir haben sie abgeschlossen, alles gut. Ich hab's jetzt nochmal einen zweiten Versuch gemacht. Aber wir haben Seba gefahren. Aufgabe geschafft. So, das war's schon für heute mit Wolf Club. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's morgen mit Italy vs. Germany weiter. In einem kleinen Turnier. Yippee. Bis dahin und tschüss.